So, ich grüße euch wieder aus dem oder von der Azura Map, wie soll man das nennen? Abenteuer, Waldgeschichte, keine Ahnung. Survival, nee, Survival passt nicht. Momentan sieht man ja auch von diesen ganzen Abenteuern noch nichts, von diesen Herausforderungen, sag ich mal, die ja hier gefordert werden sollen. Weil ich muss ja auch erstmal hier, wie gesagt, nicht um das, das habe ich so nicht gewollt, um das Holz kümmern, damit wir das die Baumaterialien bekommen. Das ist jetzt hier quasi die letzte Fuhre, die ich dann erstmal zum Sägewerk fahre, weil ich habe da schon einiges liegen. Habe ja auch ein bisschen ohne euch weitergemacht, weil immer nur Bäume absägen und verladen und dann wieder umschmeißen und so. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht. Ist auf die Dauer ja auch nicht so witzig. Und daher, deswegen habe ich da schon mal so ein bisschen vorgearbeitet und und wir haben auch schon den zweiten Tag jetzt hier auf der Map, also Innegame, gell? Innegame. Wenn du weißt, was ich meine, tu. Aber ich denke. Ja, dann hatte man mir geschrieben, von wegen mit den Felsen, die da so sind, von wegen hier, ne? Kaputt hauen, also die Felsen, die wir hier vorne haben, wo ich angefangen habe quasi, da ist nichts mit Felsen kaputt hauen, also das geht nicht. Die sind, das habe ich probiert. Aber irgendwo wird es das geben, das ist mir auch klar, aber das muss ich erst mal rausfinden. Ups. Was war denn noch? Das etwas kleinere Gedüngenskirchen, das mache ich hier mit dem Hacker klein. Aber erst Spaeter. Und dann fahre ich das erst unten zum Wegesrand oder oben auch auf den Platz vom Sägewerk, das weiß ich noch nicht. Und dann werden wir das schreddern. Aber wie gesagt, erstmal machen wir jetzt hier die Karre voll. Der Rest, der dann nicht mehr drauf passt, der bleibt dann erstmal liegen. Und wenn wir erstmal gucken, noch ein bisschen was anderes machen können. So mein jetziger Plan. Also darf ja auch alles nicht langweilig werden. Ne? Aber ich habe festgestellt, wenn du mal ein paar Tage nichts machst, und vor allen Dingen habe ich jetzt lange Zeit keine Hof Bergmann gespielt, man verliert schon wieder Abonnenten. Ne? Da sind schon wieder 4 Leute weg. 4? Ja, 4. Ich meine, ist ja kein Problem, wenn es einem nicht gefällt, muss er gehen, das ist nun mal so.
Aber es ist auffällig, sagen wir das mal so. Ach komm, das reicht. Spanngurte drüber machen, damit nichts passiert am Malheur. So. Handbremse los und dann gucken wir mal. Also so mit dem Gefährt geht das wesentlich besser als wie mit dem Sattel zu Hause. Das war ja nichts. Das war ja gar nichts. So, die nächsten Bäume, die ich da mal fällen werde in Zukunft, werde ich auf 7 oder 8 Meter machen. Den Grund dafür werdet ihr gleich auch sehen. Hui, guck mal an, da kann ich das ja hier abladen. Und eine Palette steht da. Hoppala. Hoppali, hoppala. Ich hoffe, dass ich das richtig eingestellt habe. Ich werde euch das gleich mal demonstrieren bzw. zeigen. Aber erst laden wir ab. Alles mit viel Gefühl, gell? Komisch, dass so runde Stämme wegrollen, ne? Ist ja schon irgendwie interessant. Sie können rollen, weil sie es auch wollen oder so. Das würde mich mal interessieren, ob von euch auch irgendwie einer Interesse an dieser Karte hat und die spielt oder spielen möchte. Ich bekomme eigentlich recht wenig Feedback, so im Nachhinein, wenn man das so genau betrachtet. Da sind immer
immer genau dieselben Verdächtigen, die was schreiben. So zwei, drei. Also, ich sag mal so, dürfte meinetwegen ruhig etwas mehr sein. Da hätte ich nichts dagegen. Ich kann zwar nicht immer sofort antworten, weil ne, es gibt halt Tage, wo es mich wieder reißt und wo ich auch keine Lust habe. Das muss ich auch, sage ich ja immer wieder. Oder wenn ich die Nachrichten lese, wenn ich im Bett liege auf dem Handy, dann antworte ich nicht. Auf dem Handy ist mir alles zugewickelt. Das ist nicht so. Ach, nee, ich mache das dann lieber am PC. Das ist mir lieber. So, dann machen wir doch mal hier hin. Schmeißen noch das Stückel. Und zack. So. So, dann stellen wir den erstmal hier hin. Oder ne, der kann auch nicht hin. So, hier genau. Das wollte ich euch immer zeigen. Ich habe mir hier diese ne, zum Holzlagern und das ist für 6 Meter, Quatsch, für 5 Meter Stämme. Aber ihr seht ja, ne, ich meine 6 Meter Stämme, das ist gar nicht, musst du ganz schön zirkeln, dass die da drauf kriegst. Nicht ganz so optimal. Zack. Okay. Einmal das. So, jetzt fahren wir den erstmal weg. Stellen wir jetzt einfach mal hier so hin. So. Jetzt müssen wir halt eben, ich glaube, die Palette müssen wir erst da wegnehmen, weil er immer nur eine ausspawnt und dann musst du erst wieder Platz machen. So habe ich das in Erinnerung. Ich mag mich täuschen, aber also, mal gucken hier. Doch ja, ne? Ich denke mal, die voll ist. Genau wissen tue ich es nicht, aber. Prozent, ja guck. Erstmal da einstellen. Ach, guck mal, da kommt noch eine. Hoffentlich ist das richtig, hoffentlich ist das richtig, was ich hier gemacht habe. Aber gut produziert, muss ich mal so sagen. Hoppala. Oh.
Beine voll. Das finde ich toll. In Ansicht kannst du bei denen nicht fahren. Da war noch was. Da war ja was, da war ja was. Auch die nächste. Noch eine, ja, die holen wir noch. Und dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht. Ach so, genau. Ich hatte eingestellt, Holzpellet vor Building Wooden hat. Ich vermute, dass das eben genau. Für die Häuser ist. Hoffe ich. Hoffe ich. Weg. Und jetzt muss ich mal schauen. Pam, 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 pam. Also Holz brauchen wir noch jede Menge, das ist schon mal sicher. Wir gucken auf Cordy. Ich bin ja hier. Trockenstation, Sägewehr. Work 4. Ich muss mal. Hui, oh, alter Falter. Moment. Platzhalter. Markierung setzen. Ich sehe noch nichts. Okay.
Ja, muss ich jetzt mal hier runter. Ah, da. Da. Wir nehmen erstmal die kurze Strecke. Boah. Ja, das Ding ist aber zu gefährlich, da lege ich mich ja mit. Also, ne? Da unten ist es. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Tja. Wir gucken mal, ich fahre hier mal mit dem. Boah, das Ding kommt weg, das ist mir zu. Also, nee. Ich bin ja nicht so dieser Motorrad-Mensch, ne? Das kommt weg. Das ist nichts. Da schrabbel ich mir ja die Knie auf. Das geht nicht. Ich will mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Da was. Glaub's ja nicht, dass das funktioniert, aber man kann ja mal probieren, sonst muss ich Nee. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Da eigentlich hinten aufhaben. Genau.
Also das klappt schon mal besser wie gedacht, aber ich habe ja noch nicht. Habe ich ja noch nicht, ne? Man muss ja auch noch ein bisschen was drauf. Wie Sie sehen, ist das schon mal. Okay. Jetzt haben wir gleich wieder das Problem mit den ganzen komischen Kollisionen wahrscheinlich, ne? Geht schon los. Es geht schon wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir nehmen jetzt mal die 4. Oh. Nicht runterschmeißen, Junge. Ob das so richtig ist? Geht die Seite da nicht zu? Wir fahren jetzt mal da runter. Mal gucken, ob sich dann da irgendwas getan hat. Oh. Oh. Hoppala. Jetzt nicht, ne? Das ist unschön. Ich dachte, jetzt hätten wir hier eventuell. Hier ist aber auch. Hurray, hurray. Irgendwo was. Liste der versteckten. Ach nee, Quatsch. Klar. Wenn wir mal weiter gucken, da ist schon mal nichts. Irgendwo hier oben muss aber.
Campfire. Wäre schön, wenn das da auf Deutsch stehen würde, aber tut es ja leider nicht. Hör mal auf. Wir besuchen mal die, was haben wir denn hier? Trockenstation, Sägewerk, Tankstelle. Da gehen wir mal hin. Was meint ihr? Nee. Markierung. Wo komme ich jetzt hier raus? Hier kannst du auch Stämme lagern. Schade. Da geht's raus. Mal gucken, wo was ist. Ja. Was muss ich hier machen? Das ist das Problem. Ich nicht wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist gar nichts, nicht so einfach. Platz. Also da kommt auf jeden Fall ein Haus hin. Das ist schon mal sicher. Na, pass mal. Ach, Quatsch. Ich muss erst wieder dahin. Ja. Deaktivieren. So. Aktivieren. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich nehme den jetzt erstmal da weg und dann sehen wir weiter. Aber das geht in der nächsten Folge. Also die richtige Baustelle scheine ich noch nicht gefunden zu haben oder eben das richtige Material noch nicht. Wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Schuhschauen, fürs Schuhschauen, fürs Zusehen. So. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet, wenn euch das hier interessiert. Ich weiß es ja nicht. Also, bis dahin, macht es gut und winke.